Servus, mein Name ist Alexander Huber vom Huberwirte Bleiskirchen und ich zeige euch heute mit KitchenAid zusammen die Bozner Soße. Also wir nehmen als erstes gekochte Eier und dann nehme ich mir jetzt einen Mixtopf, schnapp mir drei Stück davon, einen Löffel Sauerrahm dazu, einen Löffel Crème Fraîche, einen mittelscharfen Senf, dann brauchen wir natürlich Salz, Cayennepfeffer, ganz wichtig, Pfeffer. Dann kommen wir zur Säure, wichtig, viel Säure in diesem Gericht, nehmen wir ein bisschen Himbeeressig. Und dann brauchen wir natürlich noch Zitrone, Sonnenblumenöl, dann Rapsöl, quasi für die Prise Heimat, Olivenöl, damit wir auch noch ein bisschen mediterranen Geschmack drin haben. So, und dann nehmen wir unseren KitchenAid Staubmixer und mixen das Ganze. So, wichtig ist, nicht zu fein, weil die Bozner Soße normalerweise ja eher gehackt ist und dann angemacht ist. Aber unser Trick dabei ist, es geht wunderbar mit dem Mixer. Dann brauchen wir nur noch unsere gehackten Kräuter. Und zwar nehmen wir da Schnittlauch, zack, und ein kleines bisschen Kerbel nehmen wir. Die Bozner Soße ist ja eine Frühlingssoße, deswegen ist perfekt mit Kerbel. Den schneiden wir uns auch klein. Sind wir eigentlich fertig mit unserer Soße. Wir füllen sie ab. Und dann streuen wir unsere Kräuter drüber. So bleiben die auch schön frisch. Und schon haben wir unsere Bozner Soße fertig. Rezept findet ihr wie immer auf der KitchenAid Homepage. Habe ich euch extra online gestellt. Und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Nachkochen. Und bis zum nächsten Mal.